Ja, herzlich willkommen zur letzten Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, also ich hatte es versucht mit den Herzteilen an den zwei Orten, wo ich es vermutet habe, offscreen, aber irgendwie wollte das nicht klappen. Also bin ich hier hingegangen und habe jetzt einfach gesagt, so, jetzt mache ich Ganon platt. Und natürlich wieder, wie üblich, hätte er seine Stammpredigt. Wir müssen... Ah ja. Erstmal warten. Okay, das ist schon mal für Phase 2 gleich. Alter, Alter! Ah, ich muss mal eben was umändern, weil gleich... Okay, jetzt sind wir erstmal gestunt. Jetzt will das aber wissen, oder? Alter! Oh, das geht doch nicht! Ganon, du musst geplättet werden. Oh Mann, gerade wo man ihn gerade gestunt hat, macht er sich vom Acker und geht schon wieder, ey. Ey, der macht das mit Absicht. So. Das sind... So. Wie gesagt, das ist ein fliegender Wechsel. Nein! Jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Oh, das geht doch nicht. Und ich muss die eine für... Oh, da. Mann, 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 ey. Ich und mein... Jetzt müssen wir uns schon wieder hier erstmal voll hüllen. Alter Verwalter, ey, der... Ey. Mann, 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 ey, die Folge fängt gerade gut an. Hat ihn schon ein paar gute Pfeile in den Nacken gejagt und dann kommt... Fall ich... auch noch in den Abgrund, ey. Gut, ich habe jetzt nur eine Fee verschwenden können, aber trotzdem ist das scheiße. So. Und ich brauche nochmal Mana. Wo kriege ich Mana her? Schenkst du mir Mana? Nein. Auch ein halber Schaden ist ein ganzer Schaden.
hatte Ganon doch fast schon. Na komm. Ach ja. So. Auf. Ey. Auf zur Runde 3. 4 meine ich. Ja, so kann man den Kampf auch in die Länge ziehen. Die Folge. Den Anfang mache ich ja echt gut. Aber der Schaden, den ich dann abbekomme, ist doch scheiße, ey. Ja, bis jetzt mal. Jetzt. Ah. Ja, gut, gut. Ich darf den Tag nicht von. Darf jetzt nicht mehr. Ey. Okay, jetzt stand er mich wieder. So, gestunt wieder. So. Ey. Nein. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier drauf wechseln, damit er gestunt wird. Wo ist er denn? Der ist einfach, das weiß ich. Nur, es ist schon echt lange her, dass ich den. Schnell wieder wechseln auf. So. Jetzt warten. Mann!
Ey, so kurz davor und der macht mich. Ja, endlich! Ich sagte doch, dass der Kampf einfach ist. Man kann ihn nur mit den Silberpfeilen besiegen, wenn er gestunt ist und nicht weiter. Ja, jetzt kann ich hier erstmal nichts mehr machen. Nur noch einen Pfeil verschieben. Jo. Und das war's. Und hier ist das Triforce. Des Mutes, der Kraft und der Weisheit. Welcome, Link. I am the essence of the Triforce. The Triforce will grant some wishes in the heart and mind of the person who touches. If a person with a good heart touches it, also berührt eine Person mit einem guten Herz, es wird es gute Wünsche erfüllen. Ist es aber ein böses Herz, berührt ein bösartige Person, passieren bösartige Sachen, also werden bösartige Wünsche erfüllt. Je stärker der Wunsch, desto kraftvoller erfüllt das Triforce den Wunsch. Ja, sorry für mein schlechtes Übersetzungsdeutsch, aber es muss sein. Also es ist halt meine Interpretation. Ganons Wunsch war es, beide Welten zu vereinen. Der Wunsch wechselte das goldene Land zum zur Dark World, also zur Schattenwelt. Ganon was building up his power here, so he could conquer the Light World and make his wish come completely true. But now you have totally destroyed Ganon, his dark world with vanish. Also seine dunkle Welt fällt zusammen. The Triforce is waiting for a new owner. Its golden power is in your hands. Now touch it with a wish in your heart. Ja. Und ich schätze mal, Link wünscht sich das The Return of the King. Hyrule Castle. Ja, der König kehrt zurück. In Hyrule's Schloss. Im Schloss Hyrule. Und da ist er auch. Und die Wachen sind auch wieder ganz normal. Nicht korrumpiert. Er ist auch wieder zurück. Sahasrara Heimkehr. Im Kakariko. Watcher rule the desert. Desert Palace. Ach, das war dieser eine. The bully makes a friend. Your Onkel recovers. Also der Onkel von Link hat sich erholt. Flippers for Sale, Sora's Waterfall.
Adresse sind. Twin Lumberjacks. Ja, die sägen jetzt den nächsten Baum an. Flute Boy plays again. Ja, auch er ist wieder zurückgekehrt. Venus Queen of Fairies. Die Dwarfen Swordsmiths. Ja, die hatten wir ja, einen hatten wir ja wieder zurückgeholt. Sie bedanken sich auch mit Nicken. Was ich gut finde. Das Bug Catching Kit. Der verlorene alte Mann. The Forest Thief. The Master Sword sleeps again. Für immer. Und das Master Sword ruht wieder. Für. Für immer. Ja. Das waren echt schöne Folgen. Das war ein schönes Let's Play von The Legend of Zelda A Link to the Past. Es ist schon lange her, dass ich das mal durchgespielt hatte. Etliche Jahre, um genau zu sagen. Wann kam es denn überhaupt das erste überhaupt raus? Da gucke ich jetzt nochmal. Okay. Wow. Es Datum der Erstveröffentlichung war 21. November 1991. Ui. Das heißt, das Spiel hat jetzt schon in 2 Tagen, also wenn das Video rauskommt, sind es dann noch 1 Tag. Dann hat es genau 33 Jahre auf dem Buckel. Ah nee, 32. Weil erschienen ist es erst in Japan. Wir gehen von der Zeit aus von Japan. Dann hat er wirklich 32 Jahre auf dem Buckel. Oh, na gut, ich kann es nicht so gut singen. Ja, und wie gesagt, also 92 kam es dann
in Nordamerika und in halt in Europa raus, das Spiel. Dark Palace, Swamp, Skull, Thieves, Ice Palace, Misery, Mire, Turtle Rock und Ganon's Tower. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich? Total Games Played 06. Ach, wie oft ich in den Dungeons schon gestorben bin wohl. Ja. Einmal gucken, kommt noch was? Hallo. Ja, dann ist jetzt mit dieser Aufnahme das Let's Play von The Legend of Zelda A Link to the Past. Dieses Let's Play erstmal beendet. Mein nächstes Let's Play ist ja noch, läuft noch. Da habe ich gerade erstmal die ersten paar Folgen rausgebracht. Aber das nächste Let's Play steht auch schon in den Startlöchern. Es ist die Fortsetzung zu einem Streaming-Projekt, was ich vor... Habe ich selbst das herausgefunden, vor 3 Jahren... aufgehört habe, also abgebrochen habe. Und zwar ist es A Link's Awakening. Das wird weiter fortgesetzt als Let's Play-Projekt. Also, ich sage mal, falls euch dieses Projekt gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert dieses Video und freut euch auf zukünftige Projekte auf meinem Kanal. Euer Corganto. Ciao.